Ein Rendezvous mit der Geschichte hat heute eine Zeitung geschrieben. Sehen Sie das auch so? Naja, es ist eine Persönlichkeit gewesen, die vielfältig mit der österreichischen Geschichte verbunden war. Und seine Gegnerschaft zum Nationalsozialismus ist ja besonders hervorzuheben. Sein Einsatz für ein friedliches Europa ist hervorzuheben. Und natürlich auch sein Engagement gegen den Eisernen Vorhang und damit auch für eine gemeinsame friedliche Entwicklung in Europa. Und daher ist es eine Frage des Anstands, des Respekts und natürlich auch der Anteilnahme gegenüber der Familie, dass ich heute als österreichischer Bundeskanzler hier bin. Es wird hier im Dom gesungen werden, Gott erhalte, Gott beschütze unseren Kaiser. Stört Sie das? Das suche nicht ich aus, sondern die Familie hat das ausgesucht. Das ist ein Teil der Zeremonie. Mir ist es wichtig, dass ich dieser großen Persönlichkeit gegenüber auch den Respekt gegenüberbringe und der Familie die Anteilnahme. Das ist eine Frage der Anständigkeit und das ist mir auch ein persönliches Anliegen. Es gibt Kritik der sozialistischen Jugend an der Anwesenheit von Spitzenrepräsentanten, auch an der Übertragung des ORF. Wie sehen Sie das? In einer Demokratie darf jeder alles kritisieren, darf jeder seine Meinung sagen. Meine Meinung ist, und davon bin ich überzeugt, es ist eine Frage des Respekts, hierher zu kommen. Danke. Okay.